Es klingt so einfach. Ab dem 1. Juni soll quasi die Monatskarte für Bus und Bahn nur noch 9 Euro kosten. 3 Monate lang. Damit will die Bundesregierung insbesondere Berufspendler entlasten und sie gleichzeitig nachhaltig zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel bewegen. Aber der Plan ist eben nicht mal so schnell gemacht. In Bremen sieht man da noch eine Menge Handlungsbedarf. Die Verkehrsverbünde scharren mit den Hufen und machen deutlich darauf aufmerksam, wir brauchen jetzt diese Entscheidung aus Berlin und die steht im Moment eben noch aus. Das heißt, die Länder und der Bund sind sich ja nicht einig bisher und da steht die Reaktion aus Berlin aus. Und solange das nicht der Fall ist, können die Verkehrsverbünde eben auch nicht loslegen oder sagen, sie tun es nicht, was ich verstehen kann. Deswegen ist dringend die Reaktion aus Berlin jetzt notwendig, dass man sich einigt. Wo und wie sollen die Tickets verkauft werden? Was ist mit Abos? Alles bislang ungeklärte Fragen. Bei der Bremer Straßenbahn AG drängt man auf Entscheidungen. Seit Bekanntgabe der Entscheidung in Berlin laufen natürlich die Planungen, denn der Termin 1. Juni ist sportlich und es gibt viele Fragen zu klären. Das heißt, wir sind seitdem regelmäßig mit dem VBN, mit unserem Verbund im Austausch, wie wir das in Bremen und umzu umsetzen können. Der VDV, das ist der Bundesverband, ist im Gespräch auf Bundesebene, um genau die gleichen Fragen zu klären, die offen sind. Und das 9-Euro-Ticket soll nicht nur innerhalb der Verkehrsverbünde gelten, sondern bundesweit. Von der Deutschen Bahn heißt es dazu schriftlich: Wir begrüßen es natürlich, wenn vermehrt Menschen Bahnen und Busse nutzen. Die Fahrgäste in Zügen, S-Bahnen und Bussen von DB Regio werden selbstverständlich vom 9-Euro-Ticket profitieren. Die Details zur Gültigkeit des 9-Euro-Tickets werden aktuell von den für den Nahverkehr in Deutschland zuständigen Bundesländern gemeinsam mit dem Bund und der ÖPNV-Branche, zu der auch wir als DB gehören, erarbeitet. Sicher ist seit heute laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Abokunden, zum Beispiel von Monatskarten, bekommen Zahlungen über die 9 Euro hinaus erstattet. Allerdings entfallen Zusatzleistungen wie die Mitnahme mehrerer Personen oder des Fahrrades am Wochenende. Der Fahrgastverband ProBahn sieht das 9-Euro-Ticket eher kritisch. Es bringt nichts, absolut nichts. Die Infrastruktur, die muss erst verbessert werden. Erst dann kann man darüber sprechen, um Leute zu motivieren, umzusteigen auf den ÖPNV. Unsere Politiker haben viel zu wenig Fachwissen, beziehungsweise sie haben keine Praxis. Sie setzen sich in ihren Fahrzeug und fahren dahin, von wo sie wollen, aber haben niemals den ÖPNV ausprobiert. Eine endgültige Entscheidung über das 9-Euro-Ticket wird es wohl erst am 20. Mai geben. Denn dann müsste in letzter Instanz der Bundesrat zustimmen.